Das sind 6 perfekte Darts von Gervin Price. Und jetzt aufgemerkt. Wow, was ein Konter. Natürlich auch. Das sind 7. Das sind 8 perfekte von Gervin Price. Komm, hau ihn rein, Junge. Oh. 8 perfekte von Gervin Price und Millimeter am zweiten 9-Darter aus dieser Bubble vorbei. Und schau dir die Reaktion von Michael Smith an. Der hätte es ihm richtig gegönnt. Aber er checkt sie nicht. Somit die Chance für Michael Smith. 22 Punkte, Doppel-11. Einen noch und der passt bei Michael Smith. Und damit wird es höchstens noch ein Punkt für Gervin Price. Und damit stünde er bei 15 Punkten. Und damit ist er mehr denn je, oder wäre er mehr denn je, auf die Hilfe bzw. auf Ausrutscher von MVG und Nathan Aspinall angewiesen. Aspinall, der spielt morgen noch gegen Dan Dillon. Aber wir haben heute auch gesehen, Max, dass Nathan Aspinall mental tatsächlich am Anschlag ist. Er befindet sich da in einer gefährlichen Situation. Er spielt zwar sehr gut, aber macht sich sehr, sehr viel Sorgen, dass Platz 4 ihm eben noch abgenommen werden könnte. MVG spielt morgen im letzten Match gegen Daryl Gurney. Ja, der ist ja wirklich abgeschlagen auf dem letzten Platz. Und erneut steht die 170 bei Gervin Price. 134! Passen. Und der spielt wieder runter. Auch das jetzt weise. Denn wer weiß, was dieser eine Punkt bringt. Und den wird er sich jetzt fast sicher holen. Das kann er sich nicht nehmen lassen. 96. Doppel 10. Ganz, ganz wichtig. Er lässt hier aus, Gervin Price. Michael Smith. Nee, der ist sehr hoch angesetzt gewesen. 58. You only require 20. Und Gervin Price doch noch zum Ausgleich, zum 7:7. Man weiß es noch nicht, Max. Es wird auf morgen ankommen. Die Playoff-Plätze, sie sind noch nicht alle vergeben. Auch das ist fix.